Tja, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt im Car-Technik und Repair-Channel. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem Audi A4 B7 den Service zurücksetzen könnt. Und zwar, dies geht gar nicht sehr, sehr schnell und ganz einfach. Und ihr müsst eigentlich nur Folgendes machen. Ihr werdet wahrscheinlich gleiche Anzeige haben. Bei Zündung an sagt ihr Service fällig, Service jetzt oder als Service in 6000 Kilometern oder 9 Tagen. Natürlich individuell bei euch, je nachdem, wie es zuerst eingetroffen ist und wie viel ihr schon habt oder sogar überschritten habt. Ganz einfach, kurz und knapp. Ihr nehmt jetzt eure Hand. Und hier unten rechts habt ihr quasi den Werkstattschlüssel. Hier unten im Kombi-Instrument. Da den Finger drauf und gedrückt halten, währenddessen die Zündung anmachen und dann mit dem zweiten Finger rechts die Null drücken. Beide Tasten zusammen und zack, es ist gelöscht. Das war's schon. Jetzt können wir die Zündung ausmachen, Zündung an und siehe da, es ist kein Service mehr vorhanden, beziehungsweise eure Anzeige erlischt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann wie immer bis zum nächsten Mal, euer Mahindra One. Ciao.